So, und damit herzlich willkommen zurück. Gehen wir mal mit Professor Fig zur geheimen Kammer. Und das war die ganze Zeit hier unten. Der Raum ist schön groß. Sieht vielversprechend aus. Anstelle erstmal auf das Bild zu gehen. Bestimmt irgendwie eine Karte oder so. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Wenn du das nur sehen könntest. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Ich weiß, dass ich die Erinnerung gesehen habe, aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum. Das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen.
Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Wollen wir nachsehen? Na klar. Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Er kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist dieser Jungspund ja weiter gereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Na gut. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal zu der guten Dame. Bevor ich jetzt großartig. Akio-Duell, ja. Beschaffe und teste ein Venemosa Tentacula. Ist doch gar nichts Aufgabe. Beschaffe und teste eine Allraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Ach, das sind solche normalen Aufgaben. Es wird Zeit, dass Sie Galatius, den Erstarrungszauber, lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Alles klar, Madame Kogaba. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, wo ich am besten... wo ich jetzt am besten langfahren soll. Also die Prüfung und alles wären, ist ja alles ganz cool. Ach hier. Diese Wilderer, was haben die denn hier schon wieder zu suchen? Hier ist doch schon wieder eine Zauberprüfung mehr, Lies. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Incendio. Bin ich auch mal gespannt. Und weiter. Hä? Ach hier. Lumos. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah.
Das ist so ein Sprungding, verstehe. Okay, okay, okay. Drückt hier drauf. Oh, komm schon, ernsthaft. Halt dich doch fest. Wenn du zu weit springst, geht er noch einen Schritt weiter und fällt. Ja, die Steuerung von Mario und Super Mario World besser. Für mich sieht es halt schon so aus, als müsste man hier anfangen. Es hat schon seinen guten Grund, warum das kein Jump'n'Run ist. Oh. Genau dieser eine Schritt. Hogwarts, lasst es einfach. Seid euch bitte sicher, dass eure Steuerung sowas auch zulässt. Warum hat der Wichser sich da jetzt nicht festgehalten? Weißt du, wenn ich jetzt nicht nach vorne drücke, hält das Arschloch sich nicht fest. Also nicht er, er ist ja kein Arschloch, der Krafalder von Halodri ist ein guter Typ, aber die Steuerung ist halt dumm. So. Wenn ich aber nicht nach vorne, wenn ich aber zu weit nach vorne drücke, macht er noch einen Schritt und fällt runter. Oh, leck mich doch. Merlin. Es war aber mit der Steuerung das trotzdem schwierig. Also hinterfragen wir das mal nicht. Ist aber ganz gut. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo lang wir müssen. Was hat das jetzt überhaupt gebracht? Ich verstehe es halt immer noch nicht, was diese Dinge halt bewirken. Ich meine, gut, klar, so können wir die Hauptstory jetzt durchpetzen. Diese Madame. Senbakas Turm ist ein interessanter Ort, hat sicher einen hübschen Ausblick. Aber keine Ahnung, wer Bakar ist. Wie, das weißt du nicht? Also, gute Frau, das geht so nicht. Hier drüben. Ah, gib wieder. Nee, die haben wir aufgesammelt. Oh, der Turm ist schick. Sieht gut aus. Ja, ist ja gut. Wir sind nicht allein. Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum Sie hier sind. Sie haben Ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Das ist nicht gerade ideal. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Beeilung!
Wenn du Gegner unentdeckt erreichst, kannst du Tortualus wirken. Schwache Gegner werden permanent ausgeschaltet. Wirken Sie aus Ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Ich will zwar nichts sagen, aber das habe ich nicht. Sorry, aber das habe ich nicht. Achso, das ist ein Standardzauber. Petrificus Totalus. Gut gemacht. Muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt. Muss es etwas geben. Renrock hat's gesagt. Wer ist da? Du wirst bereuen, zu sein. Befehle. Suche den Turm und seine Umgebung. Halte die Augen nach allem offen, was mit dem Namen zu tun haben könnte. Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich einen richtigen, mäßigen Platz in der Welt bekommen. Du wirst bluten. Du siehst müde aus. Kannst du einfach nervig, dass du halt, ich weiß nicht, es ist zwar schön, da so 1 Million Zauber zu kriegen, aber es bringt halt in dem Sinne nichts, wenn du halt im Endeffekt sowieso eine gewisse Art von Zauber brauchst. So, den dahin. Den dahin. Passt. So, ich glaube nicht, dass die Kobolde von den Prüfungen wissen. Aber sie wissen, dass dieser Ort besonders ist.
Sie wissen, dass der Ort besonders ist, aber keine Ahnung von den... Prüfungen. Ja, komm, ich meine, Kohle nehme ich gerne mit. Schicker Zylinder. Diesen Zylinder brauche ich jetzt nicht. Da unten ist doch wieder was. Das dürfte der Eingang sein. Expelliarmus! Incendio! Sie ist verschlossen. Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn Sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Okay, jetzt habe ich richtig krasse Frame-Einbrüche. Da ist jemand ein eifriger Leser. Die meisten dieser Titel sagen mir überhaupt nichts. Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Lumos! Also zweimal Lumos ist für die Performance ein bisschen hart. Wenn ich Lumos ausschalte, dann geht's. Verstehe. Nein, verstehe ich nicht. Aber okay. Rivelio. Ein Tee aus dem alten Turm, der so herabgekommen aussieht. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Willkommen in Senbakars Turm. Ich muss Schlossknacken üben. Sagten Sie Senbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt. Wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fick Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Renrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen Sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Revelio. Binde den Eingang. Ein Speicher alter Magie. Unten, in der Nähe des Eingangs. Ja. Ich kann mir auch, glaube ich, fast vorstellen, wo das ist. Ich will zwar nichts sagen, aber woher kommt das Licht? Privet. Revelio.
Erste Prüfung. Da bin ich mal gespannt. Das kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Der ist auch cool. Schade, ich dachte, ich könnte da rumlaufen. Incendium! Leviosa! Konfrin! Aua! Excellium! Konfrinto! Ja gut, ich sollte hier nicht alles kaputt machen. Ist nicht so wie bei Bayonetta. Kann ich nicht, aber ich kann hier runter. Beeindruckend. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Revelio. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Meinst du etwa die Brücke? Noch komm schon, das ist lame. Ich meine, du wirst ja theoretisch mit dem Finger drauf gezeigt. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich vielleicht langsam wieder, ja, 18 von 20. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, ich will mal gucken, ob ich da auch was... Naturwolle. Ja, komm, das passt schon so. Ist das hier überhaupt richtig? Ja, ne? Ist cool. Revelio. Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas muss sich verändert haben. Denn hier dunkler Fedora mit Karo-Muster. Ja, das interessiert mich jetzt relativ wenig. Ist eigentlich auch ganz nett. Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Konfrinto! Protego! Akio! Excellium! Incendium! Konfrinto! Konfrinto! Excellium! In
Au! Akio, im Zentrum, Konfrito! Akio, im Zentrum! Okay, der Skill war richtig gut. Muss ich sagen. Wo normale Zauber halt wesentlich gut, die Zauber auf. Kommt mir bekannt vor. Klatschen. Gucken. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich da nicht einfach so wie so ein Bekloppter durch die Tür rennen sollte. Statuen. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Konfrito! Helian! Incendio! Ich habe doch Protego eingesetzt. Akio! Konfrito! Helian! Incendio! Protego! Akio! Incendio! Konfrito! Helian! Ich bekomme hier nichts geschenkt. Ja, das stimmt. So, Frage ist jetzt allerdings nur. Okay. Ach hier. Das klappt schon mal. Was ist, wenn ich die Statuen jetzt schon kille, sozusagen? Das wäre doch super, dann müsste ich es ja nicht nochmal klatschen. Jetzt habe ich die Treppe fast nicht gesehen. Ach hier. Will ich dahin? Oder will ich woanders dadurch? Ich glaube, ich verstehe. Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Akio! Von beiden Seiten. Aha.
Was hat die Magie auf beiden Seiten des Torbogens verändert? Ja, ich sehe, was es verändert hat. Ich weiß, das musst du mir jetzt nicht sagen. Ich weiß auch, was ich machen muss, theoretisch. Und zwar muss ich jetzt hier hoch. Und das Ding nach hinten ziehen. Ach hier. Sozusagen. Also hier hoch. Den jetzt hier hinziehen, hoffe ich. Ich muss überprüfen, wie sich der Raum verändert, wenn ich durch den Torbogen trete. Und dann muss ich nach da hinten. Und dann muss ich durch den Torbogen, weil das Ding bleibt ja. Ach hier. Ja. So. Und jetzt kann ich mich auch da hoch. Ich verstehe. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Ja, ich weiß. So weit sind wir doch schon. Guck mal, haben wir doch schon längst gemacht. Ach hier. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ja, ja. Money. Ins Händchen. Ich war eigentlich... Steht hier noch eine Drecksau. Bin zwar nicht ganz so schnell, aber komm schon. Daddy's warm. Au. Ziehen wir mal ein bisschen näher ran. Lösung? Okay. So.
Das sieht doch schon fast nach fertig aus. Aber bestimmt noch gleich ein Kampf. Ja. Ich krieg nicht umsonst 5 Megapower-Tränke. Das gefällt mir gar nicht. Konflikt! Kenyam! Akio! Inzett! Expendium, Akio, Inzentrum. Ja, lief doch gut. Fuck. Au. Soll ich dem denn ausweichen? Alter Schwede, leck mir am Arsch. Oh, leck mich doch. Ich mag das nicht, weil ich mich nicht schützen kann vor dem. Ich kann mich davor nicht schützen? Ich hier? Das verstehe ich nicht. Wie hat er mich jetzt getroffen? Ich bin noch perfekt ausgewichen. Alter, das war... Dieser eine Schlag war... Der hat den Kampf eklig gemacht. Das war widerlich. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir nicht gefallen.
Dieser eine Kampf, nein. Einfach nein. Alter, der Typ sieht einfach noch mal ein Denkarium. Original aus wie Baumbart. Ja, aber erstmal will ich hier looten, okay? Oh. Hier noch was finde. Rivelio. Nope. Sieht nicht danach aus. Gucken wir mal. Ja, der Part geht jetzt ein bisschen länger, dann ist das halt so. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Was? Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Das macht die doch bestimmt hinter deinem Rücken. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hocherfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Interessant. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Jo, da kommen noch wir mehr kristallisierter Stein. Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood.
wir haben sie im Denkarium in Gringotts gesehen. Mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fig sind nicht nur vor Sandbakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm, es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Halt, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie? Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schien sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Bevor Sie gehen... Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Hut ab vor dem Hüter. Gut. Nach der... Schon wieder eine Cutscene nach der anderen. Ja, nach der Cutscene werde ich mal speichern. Ich muss den Part in zwei Sachen schnippeln, weil eine Stunde ist mir echt zu lang. Aber das war jetzt gerade... Ich hätte nicht gedacht, dass die Prüfung so lang geht. Mit so vielen Cutscenes. Gut, dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Part, Leute. Hm? Den muss ich jetzt sowieso in zwei Teilen schneiden. Also dann, tschüss.